Ja, sorry und moin nochmal. Also das ist ja fast schon, das ist ja schon reiner Esk. Guck mal. Schön lecker Klopapier, griffbereit, alles. Fipsi ist so sauer, dass er also noch ein Video aufnimmt. Direkt aus dem Badezimmer. Also vom Klo. Ich finde das wunderbar und das muss man sich natürlich angucken. Wie gesagt, ich sage auch immer, man soll wirklich ruhig mal zu ihm rübergehen und ihm ein Abo dalassen. Also ist immer für eine Überraschung gut, ne? Aus welchen Situationen heraus er Videos rausballert. Aber die Sache mit Dortmund hat ihn, also ich denke mal, er hat ordentlich auf Dortmund gesetzt und ist dementsprechend sehr, sehr, ja, angefressen, schuldet vielleicht auch Miete oder irgendjemandem Geld, keine Ahnung. Jedenfalls, also so sauer habe ich ihn selten erlebt. Aber okay, das ist jetzt Video 2, wie gesagt, live aus dem Zimmer, wo man sich normalerweise frisch macht. Und schauen wir mal. So, Freunde, ich muss noch einmal zurückkehren zum dritten Mal am heutigen Tage hier auf Maverick TV. Mein Name ist wie immer Maverick Berlin. Und zwar geht. Muss man sich merken, wie immer, ist Maverick Berlin. Also er ist einer der wenigen, die ihre Namen halt nicht dauernd ändern. Die kann man auch nicht großartig in anderer Art und Weise schreiben. Maverick Berlin. Sein Kanal Maverick Berlin 82 TV oder Maverick 82 Berlin TV. So. Dieses Video an Süle. Süle, fühl dich sofort angesprochen. Ich weiß, dir wird dieses Video geschickt, denn jetzt hast du mit mir ein Hühnchen zu rupfen. Ich meine auch, wenn man mit Kopfhörern, also wenn man da so mal genau hinhört, irgendjemand klopft an die Tür. Wahrscheinlich muss die Mutti muss mal auf Klo oder so und er sitzt da. Ah, naja. Erstmal Gratulation, das erste Mal in meinem Leben sage ich das. Gratulation an den FC Bayern München, ja. Die so etwas sofort entfernen. Die einfach sagen, so reicht, der ist eigentlich noch im Top-Fußballalter jetzt. Jetzt kommen eigentlich die Jahre, wo man richtig für Nationalmannschaft und für ein Top-Team richtig abliefert, ja. Und man hat sofort abgeschoben. Sofort abgeschoben, weg. Ja. Soll ihn irgendjemand nehmen, Hauptsache weg. Ja. Dass Dortmund da drauf reinfällt und den dann noch für viel Geld nimmt und den Gehalt bezahlt. Das müssen andere klären. Das ist nicht mein Hübchen zu rupfen. Ja, das ist nicht sein Hübchen zu rupfen. Das ist so. Es ist doch niedlich, oder? Denn ich bezahle das Geld nicht und ich bin dafür nicht verantwortlich. Aber jetzt an dich, jetzt an dich. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, überhaupt Überweisungen von Borussia Dortmund auf dein Konto zu bekommen? Schämst du dich nicht? Ich will nur wissen, ob du dich nicht schämst. Also ich würde mich schämen, aber aus anderen Gründen. Antworte mir, wenn du Eier hast, unter diesem Video oder ruf mich an. Meine Nummer ist bekannt. Hol dir meine Nummer und ruf mich an und sag mir face to face. Wir können uns treffen. Ich komme nach Dortmund, komm nach Berlin. Wir können uns überall treffen. Ja? Und sag mir nur, ob du dich nicht schämst. Sag mir, wenn du sagst, du schämst dich, nehme ich alles zurück und alles ist gut zwischen uns. Aber beantworte mir die Frage, ob du dich nicht schämst. Ich wundere mich gerade, ob Süle zu Hause auf dem Klo sitzt, sich das anguckt und meint, ja, ich glaube, da fahre ich jetzt mal hin. Alle, die sagen jetzt, warum rege ich mich auf? Schaut euch. Geld verloren. Jede Menge Geld verloren. Schaut euch den Pass, den Assist zum 3-2 an und alles, was zwischen dem Assist und der Ballaufnahme von Burke passiert, ja? Und nur um das geht mir. Mir geht es nur um diese paar Sekunden. Pass vom Bremen-Spieler Richtung Burke. Und dann zieht er an. Junge, Süle, du wurdest in der 62. Minute eingewechselt. Bedeutet, du wurdest in der 62. Du bist nicht mal, du bist halbe Stunde im Spiel. Das ist nicht, du bist jetzt nach 95 Minuten müde, angeschlagen, bist in die Zweikämpfe gegangen. Kann ich ja verstehen, kann ich ja verstehen. Ja, Ja, also ein Trainingsmonster ist Süle nicht, ne? Das muss man schon mal. Oder er trainiert falsch. Burger stemmen.
dann hätte ich es einigermaßen noch verstanden. Ja? Aber du kommst in der 62. Minute rein und ziehst da an, als wie Digga, ein Asthma-Kranker im schwersten Stadium, ja? Mit Asthma-Problemen. Würde dich da überholen, Junge. Würde dich da überholen. Das ist unfassbar. Das ist jetzt aber ein bisschen auch respektlos gegenüber der Asthma-Community, Fipsi. Ne? Da muss man aufpassen. Innen. Innen auch. Dieser Versuch da anzunehmen, diese 5 Meter, was du da machst, das ist die größte Schande, die ich jemals im bezahlten Fußball gesehen habe. Skandal! Flick ist ja ein schlauer Mensch. Flick ist ja ein schlauer Mensch. Ja? Bedeutet, deine Länderspielanzahl ist jetzt bei wie viel? Weiß ich jetzt im Kopf nicht. 36, 35, so. Da bleibt der Kontozähler bleibt bei den Länderspielen stehen. Es wäre für Deutschland beschämend, wenn Flick dich in die Nationalmannschaft beruft. Selbst wenn er dich nicht spielen lässt und du auf der deutschen Nationalmannschaftsbank, Auswechselbank, immer 90 Minuten sitzt, wenn du alleine dort auf der Auswechselbank Platz nimmst und dort verbringen darfst, wäre das eine unfassbare Schande für Deutschland. Du solltest dich schämen, ja, mit so viel Übergewicht im dritten Saisonspiel. Body Shaming. Mensch, Fipsi, du musst noch viel lernen. Da kann man dir doch richtig an Karren pinkeln jetzt. Body Shaming und was war das noch gerade? Ach ja. Die Community der AsthmatikerInnen verärgert. Mann, 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 das Video ist geladen. So eine Schande zu bieten, sollte man sich einfach schämen. Man sollte sein ganzes Gehalt jedes Mal spenden an irgendwas. Man sollte es sein lassen mit dem Profifußball. Das ist unfassbar, was ich dort gesehen habe. Also wenn Süle jetzt schuld daran ist, dass Dortmund noch verloren hat innerhalb von 5 Minuten... dann ist Süle definitiv der Mann des Spieltages für mich. Süle! Erklär mir, wenn du wenigstens zwei, wie diese kleinen Nüsse, 2 Eier hast, erklär mir, was du dir dabei, warum bleibst du da einfach nicht stehen? Warum ersparst du es allen, sich so etwas zu geben, und versuchst was soll das? Was soll das? Ein Schneeball, der größte Schneeball der Welt, der versucht da irgendwie sich in Bewegung zu setzen. Das ist das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Also das ist wirklich schlimm. Hier steht. Jetzt ist er fertig, jetzt steht er auf. Ah. Bei mir wirklich nur 62. Süle, Asthma-Patient. 5 Meter versucht an, 5 Meter anzuziehen. Abwischen. Schande, also Schande. Abwischen. Schande, 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 Schande. Wer ein Trikot mit deinem Namen drauf hat und als Fan das supportet, was du bietest, ja? Hände waschen. Vorher Hände waschen, bitte. Oh mein Gott. Ach. Oi, du hast nochmal in deiner eigenen Hand, dich einfach bei mir zu melden und... Er hat jetzt so viel beim Wetten verloren, jetzt braucht er die Klicks. Also muss er Süle anbieten, sich mit ihm zu treffen. Das wäre auch mal interessant. Mir das zu erklären. Ich will einfach nur eine simple Erklärung von einem, der Millionen bekommt für etwas, ja, was einfach jeder kann. Was einfach, jeder kann zu McDonald's 4 Stunden täglich dort verbringen, ja, und dann am Samstag um 15.30 Uhr auf der Bank eines Bundesligisten Platz zu nehmen und dann einfach mal irgendwann eingewechselt zu werden und dann einfach zu sagen so, komm, Schildkrötentempo, ich zieh jetzt mal an. Junge, Schande hoch 4. Das ist die Schande mit Süle ist eine 10.000-fach größere Schande als die 2-3 Niederlage nach 2-0 Führung bis zur 89. Minute. Meine objektive Meinung. Mega objektiv. Wahrscheinlich hat er einen Tausender gesetzt auf Dortmund. Hat sie gesagt, ja, Quote ist vielleicht, ich weiß nicht, was die Quote war, interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber selbst wenn die nur, vielleicht hätte er 200 Euro dabei gemacht. Aber dann kam Bremen. Für heute bin ich raus und ich komme auch nicht mehr zurück. Heute, in diesem Sinne.
Tschüss, Fipsi. Mir tut's ja leid um deine Kohle. Aber, ja, was willst du machen? Wettet halt nicht. So, jetzt Hände waschen und dann kann die Mutti auch wieder aufs Klo, ne? Tschüss.